Was war das jetzt? Ist er wieder runter? Kurt er hier irgendwo rum? Ist doch wieder runter, oder? Ah, da ist er. Tja, da ist man einmal mit der Katze Gassi. Wenn man wiederkommt, hat man einen Vogel. Ach, wer bist du denn jetzt? Wie kriege ich mich jetzt hier raus? Am besten hier oben das mal aufmachen. Wa? Okay, Moment. Das ist wieder eine Sache. Ja. Husa. Moment, hier mache ich das mal. Ja. Das überhaupt. Na toll. Jetzt habe ich da vorne das Fenster aufgemacht. Währenddessen ist er abgehauen. Ach krass. Ach, ist ja heftig. Ich krieg die Krise. Das ist gar kein Vogel. Na, ist das heftig. Eine Fledermaus. Oh, jetzt kriege ich gleich voll die Gänsehaut. Ist ja krass. Eine Fledermaus. Boah. Also denke ich mal, bist du eine Fledermaus? Klar bist du eine Fledermaus. Eindeutig eine Fledermaus. Boah. Na, das ist krass. Okay, also Rüdiger, der kleine Vampir, ist jetzt anwesend sozusagen. Und ich bin vor kurzem noch aus meiner Wohnung auf den Boden geflüchtet. Wegen den Mücken. Und habe dabei im Keller eine Fledermaus sitzen. Ich wäre bekloppt. Ist das jetzt dann hier unter Naturschutz? Jetzt mal ohne Scheiß. Das wäre ja krass. Ich wäre bekloppt. Okay, gut. Dann mache ich mal wieder aus, ja? Und lass dich mal. Ich werde bekloppt. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe eine Fledermaus. Krass. Eddie, das ist eine Fledermaus. Ja, Fledermäuse, lass du mal schön in Ruhe, ja? Wäre nett von dir. Kriegen wir das hin? Ja, jetzt wissen wir auch, wer neulich hier... Ach, das hat nämlich neulich übelst gestunken hier im Haus. Und ich habe nicht rausgekriegt, wer da so gekackt hat. Ja, jetzt wissen wir es. Fledermauskacke ist das. Fledermauskacke, weißt du, was man damit alles Tolles machen kann? Okay. So. Ich mal noch was machen, dass man rein und raus kann. Okay. Ja, gut. Du kannst auch wieder rein und raus. Eine Fledermaus. Ich werde sowas von bekloppt. Ja. Lass die mal schön hier oben sitzen, Eddie. Die macht schon ihr Sach. Ja, ist das nicht gut, eine Fledermaus zu haben, oder was? Ja, aber die kann man jetzt nicht umsiedeln hier. Fledermäuse sind selten hier in Deutschland, oder? Stehen die unter Naturschutz? Ich hoffe es ja mal. Das wäre ja krass. Kriegen wir jetzt Fördermittel fürs Haus von der Europäischen Union zum Schutz für die Fledermaus? Hä? Wenn es denn wirklich eine Fledermaus ist und nicht irgendwie, ist schon eine Fledermaus, klar. Wird schon kein Vampir sein. Die Gruselgeschichten. Okay. Na denn. Lass mal so mal schön schlafen. Das ist ja krass. Dann kann ich das Fenster wieder ranmachen hier, ne? Ja, die wird ja schon wissen, wie sie rein und rauskommt. Zumachen.